Herzlich willkommen zu einer neuen Bundesliga-Prognose. Bundesliga-Prognose? Ja, die Bundesliga ist vorbei, aber zwei Mannschaften müssen noch nachsitzen. Und das sind, ja, aus der ersten Bundesliga Borussia Mönchengladbach, wie wir hier die Aufstellung sehen, und aus der zweiten Liga der VfL Bochum, der sich auf Platz 3 gekämpft hat und die Möglichkeit hat, wieder den Wiederaufstieg zu holen. Und Bochum ist ja ein Spezialist im Wiederaufsteigen. Die haben fünfmal, wo sie abgestiegen sind, weiß ich nicht, auf jeden Fall sind sie fünfmal nach dem Abstieg direkt wieder aufgestiegen. Und ja, das können sie jetzt hier wieder schaffen. Die Statistik spricht auch eher für Bochum, weil die seit 15 Spielen gegen Gladbach nicht mehr verloren haben. Und naja, aber beide Trainer sind ziemlich, sagen ja beide 50-50 und überhaupt. Von daher finde ich, es ist wirklich eine 50-50-Chance. Was laber ich? Keine Ahnung, ist auch egal. Gladbach hat jetzt auf jeden Fall den Heimvorteil und muss hier den aufstrebenden Ast, auf dem sie sich zurzeit befinden oder befunden haben, am Ende der Saison, hätte ja niemand gedacht, dass sie noch so hochkommen auf Platz 16, 15. 16, so. Ja, dass sie da sich noch hocharbeiten und gegen so Top-Teams gewinnen. Mit Favre haben sie die Abwehr gesichert und jetzt wollen sie hier natürlich auch den Klassenerhalt sichern. Und das schaffen sie hier auch schon mit dem ersten Treffer durch Mike Hanke. Gleich der erste Angriff. Sitzt hier sowas von Mike Hanke und Idrissou vorne im Sturm. Er bekommt hier ziemlich unbedrängt den Ball vor dem Torwart und macht ihn eiskalt rein. Mike Hanke ist da. Gladbach führt jetzt 1-0 hier im Hinspiel der Relegationspartien. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie es ist, wenn im Rückspiel auch 1-0 stehen würde, ob das wie bei Champions League ist, aber davon gehe ich ganz stark aus, dass dann Auswärtstore würden dann halt auch doppelt zählen. Jetzt hier Freistoß für Bochum. Toski wird ausführen, aber der Ball geht meilenweit über das Tor drüber. Die Spieler von Bochum sind mir jetzt nicht so bekannt. Einige kennt man noch von damals aus der ersten Liga. Paul Freier auch dabei, ist hier auch aufgestellt, rechtes Mittelfeld zum Beispiel. Und mal gucken, wen wir da noch so kennen. Jetzt Reus hier eben am Ball gewesen, der wohl die Saison noch bei Gladbach bleiben wird. Aber ich bin mal gespannt, in der Transferpolitik ist ja mal so einiges möglich. Für Gladbach ist er natürlich unverkäuflich, wenn sie in der ersten Liga bleiben. Ansonsten wird er sehr schnell weg sein, falls sie absteigen sollten. Jetzt hier Gladbach wieder im Angriff. Mike Hanke nochmal. Jetzt Idrissou. Und er schießt nicht, er spielt lieber nochmal nach hinten zurück. Warum auch immer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall die Ablösesumme von Reus wurde da ziemlich hoch gesetzt. Jedes Jahr wird es ein bisschen niedriger. Jetzt ist es, glaube ich, noch bei 15 Millionen oder sowas. Oh, schön, jetzt Dabrowski hier abgenommen. Vorne, Adia, wie heißt er? Keine Ahnung, ist auch egal. Jetzt erstmal nochmal Nachschuss. Ja, das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Ganz knappes Abseits haben wir gesehen. Azuak ist ja auch noch bei Bochum. Der war ja eigentlich auch immer nicht schlecht, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich habe nämlich nicht viel Ahnung oder gar keine Ahnung von der zweiten Liga. Und Azuak, der meiner Meinung nach mal bei Mainz 05 war, der war eigentlich auch ein ziemlich guter Spieler. Sehr viel Potenzial. So, und jetzt Aydin heißt der Stürmer von Bochum. Und der hat jetzt hier die Möglichkeit. Kommt in den 16er und verdaddelt es dann irgendwie. Ach, ist das ärgerlich. Bochum hätte jetzt hier auf jeden Fall die Chance für den Ausgleich gehabt. Jetzt Hanke wieder. Einen schönen Pass bekommt er nach vorne. Und er schießt. Aber der Torwart macht hier den Winkel klein. Und Hanke, ja, weiß sich da nicht richtig zu helfen. Lute hat das auf jeden Fall sehr schön gelöst. Und hält hier seine Mannschaft, die Bochumer, noch weiter im Spiel. Jetzt gibt es auf jeden Fall Freistoß für den VfL. Für den VfL Bochum gibt es ja ein Lied von Herbert Grönemeyer. Wer kennt es nicht? Sehr schönes Party-Stimmungslied meiner Meinung nach. Auch in der Karaoke-Bar gerne gesungen. Toski jetzt hier mit dem Schuss. Also, Bochum hier nicht ohne Chancen, wie man sieht. Die kämpfen sich gut auch nach vorne und holen sich ein paar Chancen raus. Ja, nur der Treffer lässt doch auf sich warten. Und was mit den Gladbachern los? Die spielen wohl lieber nach hinten als mal nach vorne. Die wissen noch ganz genau... Man sollte den Kaugummi rausnehmen. Die wissen noch ganz genau, im Rückspiel geht es auswärts nach Bochum. Und ja, da müssen sie auf jeden Fall
einen guten Standpunkt haben bis dahin. Gute Voraussetzung. Oh, hier schön noch reingekommen, Johansson, aber der Ball ist jetzt im Aus. Abstoß für Gladbach. Wie voll da so ein Stadion sein mag in einem Relegationsspiel, weiß ich gar nicht. Ich stelle mir eigentlich vor, dass alle gerne dabei sein wollen, wenn sie den Aufstieg sicher machen. Oder beziehungsweise den Klassenerhalt sichern. Ja, letzte Saison und davor musste ja Nürnberg ran jeweils. Einmal sind sie aufgestiegen. Oh, schöner Fernschuss. Schön. Ja, 2009 ist Nürnberg aufgestiegen durch die Relegation und letztes Jahr hat Nürnberg den Abstieg quasi gerettet und gesichert. Also den Abstieg gesichert, verhindert. So heißt es. Aber allgemein haben die Zweitligateams, ja, wenn man alles so zurückschaut, eher das Nachsehen bis jetzt gehabt. Oh, das war aber abseits. Ja, das war abseits. Aber Gladbach hier wieder vorne mit Druck zum Tor, mit Zug zum Tor. Und ja, wurde jetzt hier nicht von Erfolg gekrönt. Abstoß für Bochum, die sich jetzt auf jeden Fall hier noch vor der Halbzeit mal gerne am besten so einen Ausgleichstreffer ja sichern sollten. Und jetzt kommt auch ein vielleicht hoffnungsvoller Angriff. Oh, hier reingegrätscht, das war doch ein Foul. Aber anscheinend hat er nur den Ball oder als erstes den Ball gespielt. Sonst hätte der Schiedsrichter hier bestimmt gepfiffen. Dabrowski jetzt dran, Johansson, Kockmaz und Toski außen. Erinnert mich irgendwie der Name an Taski und oder auch an St. Pauli. Wie hieß er da nochmal? Taki. Aber egal, das ist hier Bochum. Und jetzt sind die Bochumer hinten und Gladbach vorne mit der Möglichkeit. Und der Torwart rettet hier noch Lute. Und die Dressu kommt da nicht nochmal ran, um hier reinzustochern. Knappes Ding jetzt hier. 1:0 weiterhin. Nochmal Eckball kurz vor der Halbzeit. Die Chance überspringen wir dann doch mal. Eckball jetzt durch Reus. Für ihn hängt natürlich hier auch sehr viel ab. Er will mit Sicherheit auch bei Gladbach gerne bleiben. Und das ist natürlich nur, wenn die Mannschaft in der ersten Liga bleibt. Oh, jetzt nochmal Idrissou Volley. Schön genommen. Und Eckball. Doch nochmal ein Eckball hier vor der Halbzeit. Schöne Flanke. Schön nach vorne gelupft zu Idrissou von Mike Hanke. Und Lute muss da den Ball ins Aus abklatschen lassen, bevor er ihn irgendwo in eine gefährliche Zone lenkt. Lieber ins Aus, nach hinten zu einer Ecke. Sicherheit geht vor, auf jeden Fall. Jetzt Aidan. Ne, ist auch egal. Halbzeit wird jetzt hier gepfiffen. Und ja, für Gladbach schon mal ganz gut. Die führen hier zu Hause. Und ja, dann gehen wir mal in die nächsten 45 Minuten. Ja, die nächsten 45 Minuten fangen an. Ich mache hier noch ein bisschen rum an der Aufstellung, an der Taktik. Und hoffe, dass ich hier für Bochum irgendwie was Besseres einstellen kann, was ja funktionieren könnte gegen die Abwehr von Gladbach, die hier wirklich ziemlich solide steht und keine großen Chancen zugelassen hat in der ersten Halbzeit. Oh, schön jetzt hier aufgepasst von den Bochumern. Und jetzt Kockmaz, linkes Mittelfeld, ist seine Position. Er kommt jetzt, oh, kriegt er nochmal schön den Ball, aber jetzt kommt er nicht vorne durch. Janschke jetzt mit der Möglichkeit, hier einen Konter einzuleiten, aber der Lupfer über den Verteidiger war ein bisschen zu optimistisch. Jetzt wieder die Bochumer, die hier auf keinen Fall den Kopf hängen lassen. Die kämpfen, man sieht das hier. Die wollen auf jeden Fall natürlich hier noch irgendwie wenigstens den Ausgleich holen in der Begegnung und dann die Möglichkeit im Rückspiel zu Hause auf, ja, einen Sieg. Jetzt der Stürmer hier, Aidan. Ne, hat nicht geklappt. Und Mike Hanke wieder am Ball. Idrissou vorne einsetzen oder nicht. Selber laufen. Das ist jetzt hier die Möglichkeitspalette, die er da so hat. Und Arango ist auch noch da. Der ist links. Spielt aber in die Mitte auf Idrissou. Und hätte es doch hier selber machen können. Viel zu uneigennützig, viel zu uneigensinnig hier von den Gladbachern. Die könnten doch hier schon mit drei Tore gemacht haben. Aber durch diese Sachen verspielen sie sich hier womöglich den Sieg. Aber da ist Mike Hanke. Er macht den zweiten Treffer. Und dann doch nochmal. Diesmal nicht abgespielt. Und dann ist er auch drin. Ich sag's nochmal.
Mike Hanke, schön freigelaufen. Idrissou sieht ihn da schön. Er hätte auch vielleicht sogar selber was machen können, aber der war uneigensinnig, hat Hanke da in einer besseren Position gesehen und somit 2:0 jetzt hier verdient auch für Gladbach, weil sie einfach auch die besseren Chancen bis jetzt hatten. Und das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz schlechte Situation für Funke, sein Team, für den VfL Bochum. Ja, da gab es jetzt auch noch eine verrückte Sache hier, habe ich heute gelesen bei Bild.de. Man weiß ja nicht, ob es so stimmt, aber Sport ist meistens immer stimmig. Die Bochumer nach dem Kinobesuch wurden dann auf... Tor! wurden nach einem Kinobesuch Doping kontrolliert in der Kinotoilette. Ja, das ist ja ziemlich ärgerlich. Aber jetzt hier der Anschlusstreffer erstmal für Bochum. Während ich da so vor mich hinrede, bereite ich auch gerade mal so das Tor vor. Ja, also doch wieder eine gute Situation jetzt für Bochum. Sie sind wieder dran. Jetzt vielleicht noch den Ausgleich tatsächlich machen. Das wäre natürlich hier erwünschenswert für die Bochumer. Und die Gladbacher müssen jetzt aufpassen, dass sie sich das Spiel nicht außer Hand nehmen lassen. Und die Bochumer zu weit hier nach vorne kommen lassen. Da ging doch die ganze Zeit nichts und auf einmal kommen die da vorne ran. Und es geht einfach durch. Aber jetzt wieder Gladbach mit Mike Hanke, der hier schon 2 Treffer gemacht hat. Und was macht er? Er spielt schon wieder ab auf Idrissou und macht hier nichts selber. Er lässt sich lieber irgendwie die Bälle kurz vorm Tor zulegen und macht es selber dann nicht so rein. Ich verstehe es nicht. Ja, Mike Hanke hier auf jeden Fall sehr komisch, was der heute hier abliefert. Oh, jetzt ein Foul in einer sehr aussichtsreichen Position für den VfL. Und was machen sie draus? Maltritz, er macht ihn nicht. Und die Gladbacher kommen hinten raus. Jetzt vorne Mike Hanke ganz alleine. Vorne Idrissou nicht zu sehen. Der muss sich erstmal vorne freilaufen. Und jetzt Hanke auf der rechten Seite. Aber er steht hier im Abseits. Da sind die Bochumer sehr offensiv jetzt eingestellt. Die wollen hier noch einen Treffer machen, wie man sieht. Die sind jetzt nach vorne alle gerückt. Wir wollen es nochmal wissen jetzt hier. Gut, in dem Spiel geht es ja noch nicht um alles. Sie haben ja noch die Rückpartie. Aber werden wir mal sehen. Jetzt hier der Fernschuss angesetzt, aber das hat nicht so ganz geklappt. Und jetzt wieder Mike Hanke. Der macht hier auf jeden Fall eine sehr auffällige Partie. Idrissou jetzt ganz alleine auf den Torwart zu. Er täuscht an, geht nach außen. Der Torwart fällt hin. Und Idrissou knipst hier das Ding rein. 3:1 für Borussia Mönchengladbach. Schön gemacht von Idrissou. Endlich mal selber das Ding reingemacht. 3:1 hier im Relegationsspiel. Da sind wir doch mal wieder mit vielen Toren dabei in meiner Prognose. Und das freut mich doch auch. Jetzt Aydin. Aydin heißt er. Ich habe ihn Andorn falsch gesagt. Ich weiß, sorry. Jetzt Paul Freier. Schön Volley, also schön direkt genommen. Und ja, da mussten sie abwehren. Ich werde jetzt mal eine epische Ecke hier machen. Mit Toski. Der setzt hier viel zu früh zur Ecke an. Aber klappt das vielleicht doch noch? Johansen von innen an die Latte. Kopfball nach, aber der ging vorbei. Schöne Chance jetzt nochmal für den VfL Bochum, der die Ecke so ein bisschen verpatzt hat. Meine epische Ecke, die nicht ganz jetzt hier so funktioniert hat, wie sie sonst halt eigentlich klappt. Schade, jetzt hätte er hier schön durchstecken können nach vorne. Hat nicht funktioniert. Und jetzt nochmal vorne. Ah, ein bisschen fester schießen, dann sitzt der Ball vorne beim Stürmer. Jetzt Marco Reus und Hanke, das Dreier-Trio vorne mit Idrissou, Reus und Hanke. Schade, das hat nicht geklappt. Aber nochmal Eckball hier kurz vorm Ende des Spiels für Gladbach. Idrissou jetzt außen, er täuscht schon wieder an. Jetzt will er den Trick den ganzen Tag machen. Man weiß es nicht. Arango von weiter hinten nochmal drauf, aber nicht ganz so gefährlich. Die Gladbacher sind jetzt hier auf jeden Fall sehr in Feierlaune. 3:1 führen sie hier im Hinspiel der Relegation. Und ja, das ist die beste Voraussetzung, die man haben kann für so ein Rückspiel dann. Da war jetzt irgendwo ein Foul am Tag gelegt worden. Gegen VfL Bochum. Wenn sie jetzt nochmal eine Chance haben, vielleicht nochmal die Möglichkeit für den zweiten Treffer. Aber das sieht gerade nicht danach aus. Oh, Hanke. Fehlpass hier in den freien Raum. Ins Nichts. Und jetzt nochmal Bochum, aber da hinten die Abwehr mit Dante ist sehr sicher. Ein Treffer haben sie reingelassen und die Bochumer 3 hier auswärts.
Ja, das heißt, im Rückspiel muss Bochum auf jeden Fall richtig Gas geben. Ja, und damit ist meine Prognose vorbei. Die Prognose nächste Woche fürs Rückspiel, da gehe ich dann aber von dem Stand aus, der wirklich heute Abend passieren wird. Ich glaube auch, dass Gladbach gewinnen wird. Aber wir sind mal gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen mal wieder bei euch. Und FIFA geht natürlich weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti.